ihr könnt ein Projekt durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Heute mache ich mal ein ganz einfaches Thema, wo ich denke, den einen oder anderen interessiert es vielleicht. Und zwar hat mein Sohn ein kleines Problem mit seinem Fahrrad. Und zwar innerhalb von 3-4 Tagen verliert der Reifen viel Luft und man muss einfach immer wieder nachpumpen. Das ist so ein klassisches Loch wahrscheinlich im Schlauch, kann aber auch noch eine andere Ursache haben. Ich zeige euch jetzt hier in 3-4 Schritten eigentlich, wie ich so einen Reifen mal ausbaue und fliege. Es ist recht einfach, ich denke viele kennen das auch schon, die können ja dann gern wieder wegklicken. Aber es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Jugendlichen, der das noch nie gemacht hat. Und für den ist es vielleicht mal ganz interessant zu sehen, wie man so einen Schlauch selber fliegen kann. So, ich beginne jetzt einfach mal. Zuerst mache ich eins, ich teste mal, bevor ich alles zerlege, teste ich jetzt mal einfach das Ventil selber, ob das undicht ist. Dann erspare ich mir das ganze Zerlegen von dem Reifen. Dazu habe ich eine alte Wanne, wo ich den Reifen reinstellen kann. Und was ich natürlich machen muss, ist Wasser in den Behälter rein. So, dass ich den Reifen nachher komplett reinstellen kann, dass das ganze Ventil komplett unter Wasser ist. Und dann kann ich mal schauen. So, ich hoffe, das reicht. Und dann kann ich mal schauen, ob an dem Ventil selber sich Luftblasen bilden. Ich mache mal eine Nahaufnahme, dann könnt ihr es besser sehen. So, ich habe jetzt hier meine Wanne mit dem Wasser. Und jetzt muss ich natürlich das so in richtige Stellung bringen. Okay. Passt nicht ganz rein. Aber wenn man ein bisschen drückt, mache ich hier noch den Stöpsel runter oder die Abdeckung. Oh, da läuft schon Wasser raus. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal schnell. Ich drücke das unter Wasser. So. Und es treten keine Blasen raus. So, jetzt ist er ganz unter Wasser und man sieht, dass, ich hoffe, man sieht es in der Kamera, ich kann es jetzt leider nicht so verfolgen, wenn mir das Wasser davon geht. Man sieht, dass keine Blasen entstehen, also ist das Ventil erstmal dicht. So. Tun, gut. So, ihr habt jetzt gesehen, am Ventil selber kommt keine Luft raus, das heißt, das Ventil ist in Ordnung, leider Gottes, das heißt, jetzt müssen wir wirklich den Reifen zerlegen oder ausbauen. So, jetzt stelle ich erstmal hier mein Wasser weg, das brauche ich erst nachher. Jetzt ist hier natürlich ein bisschen Sauerei, egal. Jetzt drehen wir das Fahrrad um, dann können wir den Reifen besser rausbauen. Wichtig ist immer eine Unterlage, dass der Sattel nicht zu verkratzt wird. Der hat zwar schon eine Macke, aber okay, kein Problem. So, drehen wir es mal um. So, ich hoffe, man kann es gut sehen. Machen wir es vielleicht noch ein bisschen so. So, was wichtig ist, oder was heißt wichtig, ich ziehe jetzt hier mal Handschuhe an dann. Mit der Kettenschmiere hier. Da spare ich mir ein bisschen Dreck. Jetzt bauen wir als erstes mal den Reifen raus oder das Rad. Da gibt es zwei Schrauben rechts und links. Hier in dem Fall ist jetzt eine Schnellverschraubung da, das heißt, ich muss auf der anderen Seite so einen Bügel aufmachen und dann kann ich das rausdrehen. Es gibt aber andere Fahrräder, da muss man hier einen Gabelschlüssel nehmen und einfach aufschrauben. Ich zeige vielleicht mal den Schnellverschluss, drehen wir das nochmal um. So, und zwar hier, den klappt man einfach hoch. So, und dann kann man den schon aufdrehen. Auf der anderen Seite muss man dagegen halten. So, und jetzt ist der eigentlich schon offen, das Rad ist schon locker. Drehen wir es mal wieder um. So, und hier kann man jetzt einfach die Kette so ein bisschen zurücknehmen und den Reifen rausmachen, wo er immer hängt. Das sind die Bremsen.
Dazu lassen wir Luft raus. Ventil rausschrauben. Sonst müssen wir die ganze Bremse abbauen und das möchte ich eigentlich nicht. Und so kriege ich den eher raus hier. So, jetzt habe ich den Reifen schon raus und ja, jetzt kann ich weitermachen. Jetzt bauen wir einfach mal den Schlauch raus. Dazu brauchen wir nicht viel Werkzeug. Zum einen zum Rausbauen, okay, brauchen wir vielleicht so einen Kunststoffhebel oder ein Kunststoffteil, um den Mantel rauszumachen. Es ist so, der Mantel, den muss man über die Felge drüber ziehen und da bietet sich an, so einen Kunststoff zu nehmen, damit der Schlauch selber nicht verkratzt oder nicht beschädigt wird und auch die Felge hier nicht verkratzt wird. Ich hoffe, man sieht es, man fährt da mit dem Hebel rein und dann kann ich einmal außen rum fahren. So, und jetzt habe ich schon den Mantel auf einer Seite raus. Ich muss ihn gar nicht zwingend auf beiden Seiten rausmachen, weil jetzt kann ich hier meinen Schlauch, also so mache ich es halt jetzt immer, kann ich schon rausmachen. Ich mache ihn zuerst, okay, dann muss ich jetzt hier noch, ist es noch festgeschraubt. Die Überwurfmutter mache ich jetzt auch noch weg. So, und jetzt kann ich den ganzen Schlauch rausdrücken und einfach rausmachen. So, und jetzt schon habe ich den Schlauch raus. Was man jetzt noch machen sollte, jetzt sollte man natürlich den Reifen noch kontrollieren, ob irgendwas drin steckt, weil es hat ja einen Grund, warum das undicht geworden ist. Oft steckt dann irgendwie ein Dorn oder ein Nagel oder irgendwas drin. Sehe ich jetzt aber nichts. Innen kann man auch noch eine Kontrolle machen. Sieht aber auch gut aus. So, jetzt geht es zum nächsten Schritt. Beim nächsten Schritt baue ich wieder das Ventil ein. Und pumpt den Schlauch auf. Ich gebe ruhig ein bisschen mehr Druck drauf, so das reicht schon, dass es auch nachher gut blubbert. So, jetzt machen wir wieder eine Aufnahme. So, und jetzt geht es ganz einfach. Ich tue einfach den Schlauch unter Wasser halten und schaue, ob irgendwo Blasen aufsteigen. Schaue ich jetzt hier nochmal am Ventil, also der Versuch vorher war auch okay, das ist wirklich nichts am Ventil. Und jetzt tue ich so langsam, immer Stück für Stück. Den Schlauch hier durch, so dass man auch was sieht. Super, was verzählt denn der? Der hatte gar kein Loch. So, wie ihr sehen konntet, habe ich jetzt kein Loch gefunden. Ich habe jetzt alles nochmal richtig durchsucht, auch das Ventil nochmal angeschaut. Also mir ist jetzt eigentlich nicht wirklich klar, warum da die Luft rausgegangen ist, beziehungsweise ja, vielleicht war doch das Ventil nicht richtig angezogen hier da oben. Also da kann man, wenn das nicht richtig angezogen ist, kann sein, da kommt auch noch ein bisschen Luft raus. Aber finden konnte ich nichts. So, ich möchte euch natürlich auch zeigen, wie man so einen Reifen flickt. Deswegen, ja, der eine wird vielleicht lachen, aber jetzt machen wir einfach mal so. So, jetzt hat er wirklich ein Loch. Also ich habe jetzt mal eins reingestupft.
Und jetzt kann ich euch auch zeigen, wie man so einen Reifen fliegt. So, machen wir nochmal eine Aufnahme. So, ich weiß jetzt schon nicht mehr genau, wo es ist. Deswegen fangen wir jetzt hier einfach mal an. Und man sieht nichts. Ich gehe jetzt mal weiter. Oh, okay, hier. Man hört's und man sieht's. Also, eindeutig, er hat doch ein Loch. So, genau hier an der Stelle. Man sieht richtig, wie die Luft raussprudelt. So, da ist natürlich wichtig, man merkt sich die Stelle. Hier an der Stelle ist's. So, und das markiert man sich. Ich mache jetzt eins. Ich schleife hier ein bisschen schon an. Dann sehe ich es. Nachher könnte man auch, oder am besten ist, man macht sich da einen Ring drüber, so mit dem Edding, dass man dann die Stelle wieder findet. Ich habe jetzt hier mein Flickzeug bestehend aus einem Vulkanisierlösung im Prinzip ist das, wo dann den Gummi ein bisschen aufquellen lässt und zum Kleben vorbereitet. Ich habe hier dann so einen Flicken zum Draufmachen und dementsprechend hier so ein Schleifpapier, wo einfach die Oberfläche ein bisschen aufraut, damit der fettfrei ist, sage ich mal, und auch besser hält. So, dann schauen wir jetzt einfach mal, ob wir die Stelle wieder finden. Also genau hier. Und jetzt mache ich eins. Die Stelle ein bisschen schleifen. So, ich trage jetzt hier diesen Kleber auf. Der Flicken nachher schön sauber drauf passt. Und dann ziehe ich hier diesen Kleber ab, so den Flicken, und setze ihn drauf, lasse dann die Luft ab. So, und dann kann ich den schön sauber drauf drücken. Ich fixiere den, dass der schön sich verbindet mit dem Schlauch, und dann muss ich eben ein bisschen warten. So, jetzt hat der Kleber ein paar Minuten abbinden können. Jetzt kann ich hier diese Schutzfolie abziehen. Die brauchen wir dann nicht mehr. Aufpassen, dass man dann den Kleber nicht mit abmacht, dass der drauf hält. So, und jetzt sollte das Ding dicht sein. Jetzt testen wir das, machen wieder Luft drauf. Ein bisschen mehr Druck. Dann wieder das Wasser.
Jetzt halten wir genau die Stelle schön unter Wasser. Und sehen, keine Blasen steigen auf. Wir können auch den Schlauch ein bisschen zusammendrücken, dann ist noch mehr Druck. Aber steigen keine Blasen auf, einwandfrei. Gucken wir spaßhalber nochmal das Ventil an. Auch dicht. So, einwandfrei. So, jetzt sind wir schon so weit, dass wir den Schlauch wieder einbauen können. Das heißt, ich lasse jetzt hier wieder die Luft ab. Den Reifen habe ich hier kontrolliert. Und jetzt stecke ich zuerst da, wo das Ventil reinkommt, beziehungsweise da, wo der Anschluss ist, stecke ich hier zuerst wieder den Schlauch rein. Ziehe ihn ein bisschen rein. Und dann kann ich ihn, okay, ich fixiere ihn gleich mal, schauen, dass er nicht verdreht ist, das ist auch wichtig. Ziehe hier gleich mal die Mutter an. So, und jetzt kann ich den Schlauch wieder da schön reinmachen. Wie gesagt, schauen, dass er sich nicht verdreht. So, und ich fange jetzt an hier am Ventil, kann ich dann anfangen, den Reifen wieder drauf zu drücken, auf die Felge. So, und beim letzten Stück brauche ich wieder mein Werkzeug. Und da kann ich dann wieder, so, man hofft, man sieht es, schön vorsichtig, ohne dass ich den Schlauch beschädige, kann ich es wieder reinmachen. So, jetzt schraube ich gleich mal mein Ventil rein. Die Pumpen auf. Na, aufpumpen tue ich nicht, das mache ich nachher, jetzt baue ich ihn erstmal wieder ein. So, jetzt ziehe ich meine Handschuhe wieder an, weil ich mit der Kette jetzt was machen muss. Und dann ist nicht ganz so verschmiert. So. So, schauen, dass er gerade sauber drin ist, richtig in der dementsprechenden Nut. Und dann kann ich schon wieder auf der einen Seite den Schnellverschluss anziehen. Okay, nicht ganz so fest. Das Problem ist immer, ich zeige es vielleicht mal. So, ja, man muss ihn ja noch spannen. Und wenn man es zu fest macht, kann man nicht mehr spannen. So, und dann sollte auch das Spannen so sein. Das ist immer noch zu fest. So, auch noch. Okay, ich muss auf der anderen Seite ein bisschen mehr geben.
das Spannschloss so rübergreift. So. Und jetzt sitzt das Rad wieder sauber drin. Ich kann mal Luft reinpumpen. So, der Reifen ist aufgepumpt und jetzt öle ich noch die Kette, das zeige ich euch noch mal noch von nahem. Was ich jetzt noch gern mache, ich öle dann noch, wenn ich jetzt gerade dabei bin, auch gleich mal die beweglichen Teile. Ich habe hier ja, WD-40, das ist so ein Allround-Öl, kann sagt vielleicht der eine oder andere, da gibt es ein besseres, habe ich aber nicht. Deswegen, ja, nehme ich das jetzt. Besser das wie keins. So, das war's auch schon wieder mit meinem Kurzfilm. Wie fliege ich einen Schlauch? Ihr seht, das ist nicht wirklich ein Hexenwerk. Man muss es einfach mal gesehen haben, wie es funktioniert. Beim Ölen vielleicht noch eins, man sollte nicht auf die Bremsbeläge und natürlich hier auf die Felge Öl bringen, weil die Bremskraft lässt dann natürlich erheblich nach. Ich mache jetzt mal noch eine Probefahrt mit dem Fahrzeug und wenn das alles soweit funktioniert, kann mein Sohn wieder damit fahren. Ja, das war es eigentlich schon. Warum jetzt hier in dem Fall die Luft rausgegangen ist, wie mein Sohn gesagt hat, weiß ich ja nicht. Ihr habt ja gesehen, beim ersten Test war nichts. Nach meiner Nadel, war natürlich was. Ja, schauen wir jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass sie jetzt hält. Ich vermute einfach mal, dass das Ventil hier nicht richtig reingeschraubt war, dass da ein bisschen Luft weggegangen ist. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Kurzfilm gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr auch mal auf meinen Kanal kommen. Da gibt es viele Do-It-Yourself-Filme. Die meisten sind im Bereich Hausbau, aber so das ein oder andere in dem Bereich habe ich natürlich auch drauf.